So, meine Lieben, jetzt sind wir bei der etwas günstigeren Villa. Hier hat man etwas Grünbereich, wo man mitnutzen kann. Hier ist der Eingang. Hier ist die schöne goldige Küche. Die ist echt goldig, gefällt mir. So wie bei Pippi Langstrumpf. Ist da auch der Anschluss von der Waschmaschine? Oh yes, da ist auch der Anschluss von der Waschmaschine. Dann haben wir hier wieder Abstellraum. Das ist halt unsere Treppe, nutzt man halt das dafür. Dann haben wir hier eine Toilette, Gästetoilette. Gästetoilette, hier haben wir Sicherungskasten. Hier haben wir das Wohnzimmer. Also alles ist dabei, was ihr seht, das gehört alles dazu. Da haben wir einen Kamin, dann haben wir hier eine ältere Klimaanlage. Das Babylon-Bild muss weg, das Babylon-Bild muss weg. So, hier, das ist hier die Aussicht. Wir haben hier keinen Meerblick, aber wir haben trotzdem schöne Aussicht. Na, Pool habt ihr beim vorherigen Video gesehen. Wunderschöner Pool. Man kann auch hier reingehen, wenn man möchte. Das ist, wenn man schnell mal zum Pool geht, muss man nicht von hinten rein. So, dann schauen wir uns mal die Schlafzimmer an. Also man hat hier nichts mehr zu machen, man kann sofort rein und einziehen. Hier haben wir ein Schlafzimmer und hier haben wir das zweite Schlafzimmer mit Balkon. Ein bisschen mehr Blick, schönes Bergblick. Aha. Oh, die Zitronenplantage. Hä? Schön. Orange. Oh, ist das Orange? Ja, stimmt, hast recht, Orange. Und Oleander. Auch schön, ne? Und es zieht schön, man braucht ja fast keine Dinge mehr. Also auch sehr schön, wirklich. Da haben wir auch eine Klimaanlage. Dann hier haben wir Schlafzimmer Nummer 3. Da haben wir auch einen Balkon. Aber da ist Rollo-Defekt, hat er gesagt. Hier haben wir das Hauptbad mit Dusche, Hauptbad. Sehr schön. Okay, so viel mal von mir, Leute. Es ist ziemlich heiß. Wir fahren jetzt wieder zurück ins Café, würde ich sagen. Sehr schön. Also, wer Interesse hat, meldet sich. Dankeschön, liebe Grüße. Was kostet diese hier nochmal? 65.000 Euro. 65. Okay, super. Also der Preis, für den Preis, schaut euch selber um, glaubt mir nichts. Schaut euch selber um, habe ich nichts. Vor allem nicht so schönes und auch nicht so groß. Und auch nicht mit so einer sauberen Anlage. Ja? Ich laufe jetzt mal zum Pool, damit ihr das seht, wie schön sauber alles ist. Wir haben hier auch noch Granatapfel. Hier Granatapfel, wunderschön. Die sind bei uns heilig. Darf man nicht kaputt machen. Da haben wir eine schöne Eidechse. Ja, ist leider schon weg. Hier hinten ist der Gartenbereich mit Orangen und Zitronen. Jetzt gehen wir mal zum Pool. Also ihr seht, wie sauber und gepflegt die Anlage ist. Die Wohnungen, die Häuser sind wie kleine Fincas und jeder hat eine schöne Terrasse. Also, wir haben hier auch eine größere mit 3 Stockwerken und mit 5 Zimmern haben wir auch. Die kostet 110.000 Euro. Das wäre dann hier so eine. Die kostet 110.000 Euro, hat aber 5 Zimmer, 4 Schlafzimmer. Also wirklich top.
Das ist ein Paradies, meine Lieben, meine Laben. Sehr ruhig hier, man hört nur die Hühner und die Kuh manchmal murren. Hier ist euer Pool. Da haben wir die Honigtrompete. Hatte ich schon oft gezeigt bei den Videos. Man nimmt eine und saugt den Honig raus. Na? Das ist sehr lecker. Also, gepflegt, das ist wichtig. Keine kaputte Anlage, wo für 50.000, 60.000 Euro verkauft wird, wo alles kaputt ist, sondern top gepflegt. Hier funktioniert es noch. So viel mal von mir. Am liebsten würde ich jetzt auch in den Pool hüpfen oder zum Strand. Da vorne ist gleich das Meer. Nicht da 100 Kilometer in die Berge hoch und so, sondern gleich hier. Okay, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.